Herzlich willkommen zur Mathe-Challenge im Schneeflockenzeichnen. Zur Programmierung der Grafik wird Scratch verwendet. Den Link seht ihr im Video und in der Videobeschreibung. Wer noch kein Scratcher ist, muss zuerst ein Konto bei Scratch einrichten, indem man auf Scratcher werden klickt. Denkt euch einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Das funktioniert bei mir nicht, weil mein Konto schon existiert. Im Anschluss muss man noch sein Heimatland, E-Mail-Adresse und sein Geburtsdatum für die Statistik eingeben. Die Angabe des Geschlechts ist freiwillig und kann übersprungen werden. Man bekommt eine E-Mail, in der man die Kontoeröffnung bestätigt. Danach kann man sich mit seinen Daten anmelden. Neben dem Namen erscheint ein Ordnersymbol, der zum Menü führt, mit dem man ein neues Projekt erstellen kann. Da es sich um eine Turtle-Grafik handelt, möchte ich als erstes die Katze durch eine Schildkröte ersetzen. Das ist nicht zwingend notwendig, man kann genauso gut mit der Katze oder jedem anderen Bild arbeiten. Den Link für das Schildkrötenbild findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt beginnt die Programmierung der Schneeflocke. Das Programm soll zunächst beim Klicken der grünen Flagge gestartet werden. Das passende Ereignis kann man aus den Ereigniskarten auswählen. Danach positionieren wir die Schildkröte am linken Rand etwas weiter oben. Das Feld der Schildkröte kann man sich wie ein Koordinatensystem vorstellen, mit dem Koordinatenursprung in der Mitte. Sicherheitshalber legen wir auch noch fest, dass sie sich nach rechts drehen soll. Damit die Schildkröte zeichnen kann, muss sie mit einem Malstift ausgestattet werden. Diesen findet man bei den Erweiterungen. Mit dem Malstift kann man alles löschen und danach den Stift einschalten. Jetzt wird das Grundmuster der Schneeflocke erstellt. Dafür geht die Schildkröte 100 Bildpunkte nach rechts, dreht dann um 60 Grad nach links, geht dann wieder 100 Pixel, dreht um 120 Grad in die entgegengesetzte Richtung, geht erneut 100 Pixel, dreht sich noch einmal, um dann weitere 100 Pixel zu gehen. Der Stift wird ausgeschaltet und ein Klicken auf die Fahne zeigt, dass bei der letzten Drehung noch eine kleine Korrektur vorgenommen werden muss. Mit diesem Stand bietet es sich an, das Projekt zu benennen und zu speichern. Das Grundmuster muss sehr oft gemalt werden. Dafür wird eine Abkürzung erstellt. Wir fassen die Zeichenschritte in einem Block zusammen, den wir Muster nennen wollen. Da Muster unterschiedlicher Größe gezeichnet werden sollen, fügt man dem Block noch einen Parameter hinzu, mit dem man die Länge des Musters festlegen kann. Die Zeichenelemente werden jetzt in den Block verschoben, überall die 100 durch die Variable Länge ersetzt. Jetzt kann man den Block als Befehl aufrufen und das Muster in verschiedenen Längen zeichnen lassen und auch mehrmals wiederholen. Statt auf die Fahne zu klicken, können Programme auch durch gedrückte Tasten gestartet werden. Die entsprechenden Ereignisse gibt es in den Ereigniskarten. Als nächstes wollen wir eine Vorform der Schneeflocke zeichnen. Dazu malt die Schildkröte das Muster einfach dreimal hintereinander und dreht sich zwischendurch immer um 120 Grad. Außerdem wird der Startpunkt noch etwas nach oben verschoben, damit die Schneeflocke ganz ins Fenster passt. Das sieht doch schon ganz nett aus, oder? Nach dieser kurzen Vorschau betrachten wir wieder die Grundfigur in drei unterschiedlichen Größen, dieses Mal verbunden mit drei unterschiedlichen Tasten. Je nachdem, welche Taste gedrückt wird, erscheint das Muster in einer anderen Größe. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt. In dieser großen Grundfigur zeichnet die Schildkröte vier gerade Linien. Was wäre, wenn sie statt der geraden Linie einfach das Grundmuster noch einmal in kleinerer Form zeichnen würde? Das wollen wir jetzt programmieren. Dazu legen wir einen zweiten Musterblock an. Die Bewegungen vom ersten Musterblock werden in den zweiten kopiert. Im ersten Muster werden überall die Gehe-Anweisungen ersetzt durch Muster-2-Aufrufe mit einer Länge, die nur noch einem Drittel der ursprünglichen Länge entspricht, damit das Muster 2 genau mit der Länge einer ursprünglichen Linie übereinstimmt. Wir sortieren den Arbeitsplatz ein wenig und testen dann, indem wir die 1 drücken. Es ist gut zu erkennen, dass jede ursprüngliche Linie durch ein kleineres Grundmuster ersetzt worden ist. Zum Vergleich wird mit der Taste 2 das ursprüngliche Grundmuster aus 4 Linien gezeichnet. Das kann selbstverständlich wiederholt werden. Man kann ein Muster 3 analog zu Muster 2 definieren. Muster 3 bekommt nun die Grundfigur und Muster 2 erhält eine Kopie von Muster, wobei jedes Mal der Aufruf Muster 2 durch Muster 3 ersetzt wird. An der Stelle wird es etwas unübersichtlich. Wenn man jetzt den Block Muster aufruft, so zeichnet der statt einer Linie jedes Mal Muster 2 mit einem Drittel der Länge auf. Muster 2 zeichnet aber auch nicht, sondern ruft anstelle jeder gedrittelten Linie Muster 3 auf, das jede gedrittelte Linie durch eine komplette Grundfigur ersetzt, die jetzt nur noch ein Neuntel der ursprünglichen Länge hat. Die Taste 3 zeigt die Grundfigur, die Taste 2 zeigt die Grundfigur mit jeder Linie ersetzt durch eine kleinere Grundfigur
und die Taste 1 zeigt in jeder Linie der Grundfigur eine kleinere Grundfigur, bei der jede Linie wieder durch eine noch kleinere Grundfigur ersetzt worden ist. Das ist schon etwas verrückt, oder? Lasst uns schnell nochmal die Schneeflocke programmieren. Mit viel Geduld könnte man natürlich noch ein Muster 4, 5, 6 programmieren, das wäre sicherlich auch okay. Aber es geht noch ein bisschen verrückter. Dafür wird zunächst erst einmal aufgeräumt. Dann wird der Musterblock um einen Parameter erweitert. Dieser soll angeben, wie oft die Linien durch noch ein kleineres Grundmuster ersetzt werden sollen. Statt das Muster 2 aufzurufen, wird jetzt der gleiche Block erneut aufgerufen. Dabei wird allerdings die Länge gedrittelt und der Parameter Anzahl um 1 verringert. Die Struktur des Blocks bleibt ansonsten unverändert. Jetzt muss noch beachtet werden, dass wenn Anzahl gleich 0 ist, das tatsächliche Muster gezeichnet werden muss. Dazu kopieren wir einfach das Grundmuster aus Muster 3. Danach werden Muster 2 und 3 entsorgt, da sie nicht mehr benötigt werden. Der Aufrufmuster benötigt jetzt eine weitere Zahl, die angibt, wie oft Linien durch verkleinerte Grundmuster ersetzt werden. Wenn man 1 wählt, bekommt man diese Flocke und mit der 2 eine um eine Stufe verfeinerte. Am Schluss fügen wir noch einen Schieberegler für die Feinheit der Flocke hinzu. Jetzt kann man Schritt für Schritt die Flocke feiner zeichnen lassen. Nun seid ihr dran. Startet ein neues Projekt. Nehmt die Schildkröte oder etwas anderes. Ihr sollt die gleichen Schritte wiederholen wie für die Schneeflocke, nur dieses Mal mit einer anderen Grundfigur, die jetzt hier gerade zusammengestellt wird und dann von der Schildkröte gezeichnet wird. Wie sieht diese Grundfigur in der vierten Verfeinerungsstufe aus? Was für Flocken lassen sich daraus basteln? Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.